Ich weiß schon, warum ich kein Hanteltraining mag und beim Hundesport gelandet bin. Aber fit bleiben müssen natürlich auch die Hunde. Aber nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Und heute wollen wir mal ein bisschen fördern, dass die lieben Vierbeiner mitdenken. Also, los geht's! Einfach mal machen, was man will. Das gefällt nicht nur uns Menschen. Auch unsere Hunde haben Spaß daran. Und das Beste? Es kann sogar sehr sinnvoll sein. Für beide. Warum? Weil ein Hund das, was er machen möchte, immer besser macht als das, was er machen muss. Da unterscheidet sich unser bester Freund nicht von uns. Außerdem ist es sehr praktisch, wenn dein Hund dir sinnvolle Verhaltensweisen anbietet und du sie nicht dauernd einfordern musst. Nein, so ist er brav. Wäre es nicht toll, wenn er aufmerksam wartet, während du eine Tür oder das Gartentor öffnest? Oder wenn er automatisch anhält, wenn du beim Spaziergang stehen bleibst? Oder wenn er ohne Aufforderung sofort ins Auto springt? Klasse gemacht! Super, Tossi! Oder wenn er nicht an der Leine zieht, weil er nie mehr neben dir läuft? All das beginnt mit der Förderung der Eigeninitiative. Also lass ihn mal machen und belohne seine Aktivitäten. Das ist aber kein Freifahrtschein für Rumgealber oder Ungehorsam. Denn natürlich belohnst du nicht, wenn er dir Löcher in den Garten gräbt, sondern nur Verhalten, das dir gefällt. Das können Handlungen wie Blickkontaktaufnahme, bei Fuß gehen, apportieren, Hürdensprung, Dinge umlaufen, Kopf freiwillig ins Halsband sowie in den Maulkorb stecken oder vieles mehr sein. Um die Eigeninitiative deines Hundes zu fördern, kannst du anfangs jede Art der Aktivität klickern und belohnen. Die einzige Regel: Dein Hund muss es freiwillig machen. Er bietet aktiv Verhalten an und du gehst darauf ein. Gib deinem Hund das Gefühl, dass er den Schlüssel zum Futterautomaten gefunden hat. Nach und nach solltest du darauf achten, dass er dir verschiedene Verhaltensweisen anbietet. Je größer sein Repertoire, umso besser. Denn dann wird dein Hund auch im Alltag Gelegenheiten finden, dir das entsprechende Verhalten anzubieten. Bingo! Jetzt kannst du darauf eingehen und so wird aus einer spielerischen Förderung der Eigeninitiative ein sinnvolles Miteinander. Natürlich muss dein Hund trotzdem einen guten Grundgehorsam haben, denn im Zweifelsfall musst du ihn darüber steuern können. Aber unsere Hunde verfügen über hervorragende kognitive Fähigkeiten und man sollte sie nicht unterschätzen. Nix dummer Hund. Eher armer Hund, wenn er nur als Befehlsempfänger angesehen wird und die ganze Erziehung sich darauf beschränkt, Fehler zu korrigieren. Das Problem dabei? Durch Nein oder Pfui weiß der Hund bestenfalls, was er in dem Moment nicht tun soll, aber noch lange nicht, wie er sich richtig verhalten soll. Dazu musst du das erwünschte Verhalten trainieren und richtig belohnen. Oder ihm die Möglichkeit geben, es selber herauszufinden. Hier gilt fürs Hundetraining, was Astrid Lindgren so treffend über die Kindererziehung gesagt hat. Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln. Also, probier's mal aus und förder das Mitdenken deines Hundes. Das war unser Workshop für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen mitnehmen, wie auch ihr euren Hund aktiv zum Mitdenken anregen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat,
Dann abonniert kostenlos unseren Kanal und vergesst nicht, uns ein Like dazulassen. Am nächsten Donnerstag erscheint unser neues Video. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund. Kani, kultiviere dich!